Guten Tag, Leute. Hier ist der Gusua und ich habe mal wieder etwas vor. Ich mache es mal ausnahmsweise nicht in einem Livestream, sondern einfach so als Video, weil ich danach auch zeigen möchte, wie es dann hoffentlich gut geworden ist. Meine Schwägerin will eine Handyhalterung fürs Auto in das CD-Laufwerk. Also sie hat einen CD-Player im Auto und da will sie im Prinzip in diesen Einschub, möchte sie eine Halterung drin befestigen. Hat sie momentan auch, aber die ist direkt speziell für ihr Handy gemacht. Problematik ist dabei, sie hat aber eine Hülle drum. Und mit der Hülle passt das natürlich dann nicht mehr. Somit bastel ich ihr was zusammen, was dann hoffentlich direkt auf ihre Hülle auch mit ausgelegt ist. Und somit muss sie nicht die ganze Zeit immer das Handy von der Hülle befreien. So, ich habe mir die Daten mal notiert, die wir so haben bei ihr. Jetzt gucken wir mal. Breite waren 114,8. Höhe sind wir bei 5,9. Und die Tiefe machen wir mit 40. So, um sich das jetzt mal vorstellen zu können, das Teil geht dann sozusagen in den CD-Schacht. Geben wir uns das hier mal ganz kurz. Das machen wir mal ein bisschen nach abgerundet. Ich denke mal, das ist dann um einiges entspannter. So, und jetzt müssen wir gucken, dass wir hier ran sozusagen die Halterung für das Handy machen. Dafür habe ich jetzt mir die Maße von ihr geben lassen. Jetzt muss man natürlich genau gucken, wie hoch möchte man das Handy kommen lassen. Also ich könnte die ja in dem Fall, wenn wir den Bereich im CD-Laufwerk haben, könnten wir ja natürlich komplett nach oben gehen, würde ich aber nicht machen, weil die Hebelwirkung dann relativ groß ist, weil dann haben wir alles Gewicht oberhalb von dieser Kante und ich würde das gerne auch unterhalb, also relativ mittig davon ansiedeln wollen. So, jetzt gucken wir mal. Machen wir uns hier mal erstmal die Hälfte. Einfach schon mal, um die Hälfte zu haben von dem Bauteil, dass wir wieder symmetrisch arbeiten können. So. Dann haben wir die Breite. 78 hat sie mir da geschickt. Da würde ich 78,5 machen. Und ich würde sagen, wir gehen mal aus. Ich würde sagen, wir gehen 6 cm runter. So, das heißt, wir fangen von hier an und haben jetzt erstmal nach unten 60. In die Breite haben wir 78 durch 2. So, Blödsinn. Ich nehme 79 durch 2, weil wir da einfach einen Millimeter möchte ich Platz haben. Ein Millimeter ist jetzt nicht so viel. Ein bisschen Versatz ist da vollkommen in Ordnung in meinen Augen. So, jetzt wollen wir das alles mal kopieren und da einfügen. 39,5. Zack. So, jetzt sind wir nämlich genau Hälfte, Hälfte. Wegschneiden, wegschneiden und nochmal wegschneiden. Den Bereich haben wir jetzt schon mal und den würde ich auch gerne noch nach oben duplizieren. Und dann sollte das schon mal ganz in Ordnung sein. So, jetzt haben wir hier unser Teil, was wir jetzt im Prinzip als Handyfläche nehmen können. Wir sehen hier 60, 60 sind wir bei 120 und das Handy selber ist in der Höhe insgesamt inklusive Hülle 167 lang. Das heißt, wir haben einen sehr großen Teil des Handys wirklich abgefangen und ich denke, das sollte passen. So. Jetzt gehen wir damit jeweils höher. Jetzt müssen wir mal gucken, wie breit wir das haben wollen. Also ich würde mal sagen, ich muss mal gucken, weil man will da schon eine gewisse, bin ich wirklich ehrlich, mittlerweile bin ich da eher so, dass ich sage, ey, lieber was mehr als zu wenig. 4 mm reicht das? Nee, ich sage 5 mm. Die sollten wir schon haben. So, das heißt also, hier legen wir jetzt fest, E, 5 mm, das ist die Breite des
des Rückens sozusagen, wo das Handy dann aufliegt. So, wichtig ist hierbei noch, ganz, ganz wichtig, wir haben jetzt nur die reine Handyabmaßung. Das heißt, alles, was jetzt sozusagen an Befestigung oder an Stütze oder sowas, das muss halt nochmal drauf gerechnet werden. Ich darf jetzt nicht hier drauf konstruieren und sagen, ach gut, okay, jetzt mache ich mal meine Breite der Halterung, mache ich jetzt einfach mal 5 mm nochmal weg. Das wird nichts. Dann passt das Handy da nicht mehr rein. So, das heißt, könnten wir eigentlich sogar sagen, okay, Moment. Wir nehmen den mal raus. Der hier wird rausgekattet, der wird rausgekattet. So, jetzt sind wir da, glaube ich, safe. So, passt das? So, jetzt will ich nämlich Folgendes machen. Genau. Wir wollen es uns ja wieder so einfach wie möglich machen. Und jetzt würde ich sagen, wenn ich die hintere Breite sozusagen, die Tiefe mit 5 gemacht habe. Ich mache das trotzdem. Das ist meine Schwägerin. Aber will ich nicht, dass das irgendwie nach 2 Tagen wegbricht und dann, schade. So, 5. Wir machen aber minus 5, weil wir wollen ja in die Breite gehen. So, das ist jetzt sozusagen mein Bereich der Stütze. Zack. E. Jetzt muss ich gucken, wie tief das Ding wird. Insgesamt ist das Teil 16 tief. So. Das heißt, ich muss jetzt nicht nur 16, sondern die 5 obendrauf, die ja grundsätzlich halt die Platte hinten ist. Ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Also der Bereich hier, den muss ich ja noch mit dazu addieren. Und dann muss ich ja wiederum nochmal 5 dazu rechnen. Das heißt also, ich muss 26 in der Höhe machen. Das heißt, ich gehe jetzt 2,6. Das ist richtig viel, aber das stimmt, das passt. Das ist echt viel. Da geht jetzt richtig Material drauf, ist aber egal. So, das passt. Das sieht jetzt wirklich mega krank aus, aber so ist es nun mal. Zack, zack und zack. Und dann sagen wir da 5. So, jetzt kann man sich da richtig gut was drunter vorstellen. Jetzt merkt man, ah, okay, da kommt ein Handy rein. Aber wichtig natürlich, Skizzen raus, E minus 10, zack, nach oben hin muss das Ding ja offen sein. So, jetzt hätten wir hier die Möglichkeit, einfach, ja gut, okay, hier, zack, Handy rein, bam, bam, fertig. Nee, natürlich nicht, weil so einfach ist es nicht, weil das Handy würde ja dann noch nach oben hin rausfallen. Das wollen wir natürlich nicht. Dafür machen wir jetzt hier einfach ganz entspannt, machen wir das hier so eine Nut-Feder, nee, eine Feder, und dass wir dann darauf aufbauen können. So, zack, hier, zack. Wir wissen, dass das Ding 5 ist. E5 sind wir da safe und das war hier halt wirklich, ja, ich guck mal, müsste theoretisch nicht 5 sein eigentlich, aber ich mach das mit 5, ich mach das mit 5, egal. Hundertfünfundzwanzig, 125 E5. Zack. So. Nach unten hin brauchen wir nichts, beziehungsweise nach unten machen wir es sogar noch anders, weil sie soll ja eventuell noch die Möglichkeit haben, dass sie das Handy laden kann. So eine Sache muss man immer wirklich beachten. Also wirklich lieber in der Konstruktion 10 Minuten mehr reindenken und erstens jede Menge Material sparen. Ganz klar. Und zweitens halt dann wirklich sagen, ah, die und die Funktion, schade, die hätte ich ja sonst noch drin haben können. Ja, wenn man sich das halt gleich von vornherein überlegt, ist das natürlich viel wert. So, das heißt, also hier haben wir jetzt ganz, ganz viel Material, was wir im Prinzip entfernen können.
Ich würde knallhart erstmal sagen, da reicht die Auflagefläche so, reicht ganz entspannt aus, aber sowas von entspannt. Zack, E minus 10, zack, sind wir da safe. So, jetzt haben wir nach unten hin alles frei und unnötig viel Platz oder Material halt nicht verballert. So, ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte hier gerne noch eine leichte Anschrägung und hier ebenfalls, ich zeige euch das mal, weil ich denke, dass wir dann einfach noch mehr Stabilität reinbekommen. Zack, zack. Sollte so um einiges besser ausschauen. Und hier genauso. Also das ist ja nicht, das ist auch kein Hexenwerk. Das ist jetzt nicht so, oh wow, hier, ich bin ja hier jetzt der Superguru oder sowas. Hier machen wir auch wieder 5. Dann sieht das einfach ein bisschen harmonischer aus. Dann ist das nicht so, oh ja, eckig, 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 sondern haben wir da ein bisschen runde Kanten drin. So, jetzt sind wir damit soweit eigentlich fertig. Ich überlege jetzt gerade selber nochmal. Also ich würde auf jeden Fall die anderen Kanten hier halt auch nochmal, die genauso wie die äußeren Kanten hier, die innen drinne brauchen wir nicht, finde ich. Aber die hätte ich halt hier schon gerne. Einmal einfach ein bisschen abgerundet. Genauso. Weil das sieht ja nicht so aus wie so ein, oh naja, gut, okay, hier Schulprojekt 6. Klasse. Sondern einfach, da hat man ein bisschen mehr Abrundungen drin. So, das passt, das passt, das passt. Hier genau dasselbe Thema. Die hier hätte ich auch gern noch. Und in meinen Augen ganz, ganz wichtig, oben ebenfalls. Nach innen, die knallen wir auch rein und hier hauen wir auch eine rein. Ja, komm, dann können wir die auch noch machen. So. Und jetzt auch wieder abrunden. Ich sage jetzt wieder mal 5 mm. Kriegen wir nicht hin, stimmt, richtig? Weil die Teile ja selber nur 5 mm breit sind. Ach, da würde ich fast sogar sagen, noch was weniger, oder? Aber eigentlich sieht das schon ziemlich geil aus. Zack, passt. Die obere hier noch. Ja, komm. Jetzt hat er den Rest auch noch. Ja, alles gut. Passt. Ist in Ordnung. Läuft. So. Jetzt könnte man hier natürlich nochmal, um Material zu sparen, weil hier wäre das im Prinzip vollkommen Lachs. Also hier holt man jetzt nicht. Also der wichtige Punkt ist halt wirklich in der Mitte. Die Auflagefläche zwischen dem einen und dem anderen. Die ist halt mega wichtig. Aber der Rest ist eigentlich egal. Aber wiederum, ja, so viel holt man da jetzt auch nicht raus. Jetzt bin ich natürlich gerade wieder am Überlegen, in welcher Position ich das drucke. Wenn ich das hochkant mache, hätte ich den Vorteil, dass ich die Layer. Kleinen Moment, ich stelle das mal so hin. Wenn ich das so, hier ist die Druckplatte, hier hochdrucke, habe ich die Problematik, hier muss ich überall Stützstruktur reinballern, logischerweise, weil in dem Bereich würde er sonst im Nichts drucken. Wenn ich das auf die Seite lege, muss ich den Bereich hier mit der Stützstruktur versehen und ich habe das Problem, ich guck mal gerade, er würde dann die Layer so drucken. Und das wäre aber auch okay. Das wäre eigentlich in meinen Augen sogar stabiler. Das wäre stabiler. Und dann mache ich das auch so. Dann mache ich das so. Ich lege das Modell so hin. Und jetzt muss ich aber gucken, dass ich vielleicht ein bisschen trickse. Na, beziehungsweise, was heißt tricksen? Ich will das aber symmetrisch haben. Nee, dann mache ich das mit einer Stützstruktur. Dann ist das so. Ja, ich werde das so hinlegen. Und dann haben wir die Stützstruktur zwar, aber dann, ich glaube, dann sind wir bei der stabilsten Sache. Dann sind wir wirklich so stabil, wie es halt irgendwo geht. Dass wir sozusagen die Layer-Schichten so lang haben in dieser Richtung. Ich glaube, das ist am besten
von der Stabilität, weil ich will das nicht, dass das halt irgendwie wegbricht oder sowas. Jo, das war's dazu. Nee, obwohl, nicht, das war's dazu, sondern ich würde es kurz speichern. Für mich ist das Speichern vorher wichtig, weil ich die Datei dann nicht im Nachgang einfach als gesamte Figurdatei nochmal einfügen muss in das Programm, sondern ich kann dem Programm die Ursprungsdatei geben. Dann weiß der genau exakt alle Bemaßungen. Ich kann alles nochmal abändern, kann sagen, ich will nochmal in diesen Schritt zurückgehen und dann nochmal was ändern. Viel, viel besser, als wenn dieses Projekt sozusagen einmal abgeschlossen ist und dann nochmal neu reingefuscht wird, sage ich mal. So, jetzt sagen wir 3D-Drucken. Dieses Bauteil, zack. Hier haben wir unseren Halter. So, da sehen wir, hier wäre Stützstruktur, hier wäre Stützstruktur. Ich könnte ihn natürlich um 180 Grad drehen, dann hätte ich die natürlich nicht. Aber ich glaube wirklich, dass es am cleversten ist. Ich hoffe es einfach, dass ich da jetzt nicht falsch liege. Ich denke, dass es so am besten ist. Kann ich mir vorstellen, dass das funktioniert, weil er in dem... Ich würde sagen, ich probiere das, weil selbst wenn ich jetzt hier in der Höhe merken würde, oh Scheiße, hat doch nicht so geklappt, bricht man ab und fertig. Aber das wären hier jetzt theoretisch glatt 50 Gramm Material gespart und 2 Stunden, nicht 2, sondern 4 Stunden bei gleichen Einstellungsmerkmalen, sage ich jetzt mal. Den Bereich können wir nicht verändern, das ist so, weil ich will diese Halterung ja drin haben. Das heißt, also da muss ich nochmal ein bisschen Stützstruktur sozusagen investieren. Ich hoffe, das passt. Aber ich denke, das sollte eigentlich ganz entspannt laufen hier. Und dann habe ich hinten wieder eine Festigkeit dran, weil ich will ungerne riesige Teile in fast aus dem Nichts drucken. Also dass ich nur eine ganz kleine einen ganz kleinen Bereich habe, wo ich sozusagen Auflagefläche habe. Und dann drucke ich ins riesig Große, ohne irgendwo an der Seite nochmal abzustützen. Und hier habe ich ja meine Abstützung. Also das sollte eigentlich passen. Ich mache es, wie gesagt, mit drei Linien, mit drei Außenlinien, dass es halt wirklich richtig stabil ist. Und wie gesagt, in ASA gedruckt ist zwar ein teures Filament, aber ich denke, das sollte passen. Ich hoffe, ich kann euch in dem Video dann noch zeigen, wie es dann im Endeffekt aussieht. Das wäre toll. Das war es bis jetzt erstmal. Wie gesagt, mal schauen, ob wir gleich noch was sehen. Da haben wir unser fertiges Teil und wie ihr seht, hat sich da noch einiges geändert. Ich habe das dann angefangen modular zu drucken, das heißt also die einzelnen Teile getrennt. Ich mache das mal raus. Zack. Folgenden Hintergrund hatte das. Ich konnte das so drucken und das so liegend drucken. Und somit hatte ich da gar keine Probleme, weil als ich das so probiert habe, hat er richtig oft rumgezickt und es hat nicht so gepasst, wie ich es haben wollte. Und jetzt ist das richtig schön stabil. Richtig schön, dass das Handy rein kann und dann die Aufnahme für das CD-Teil, was in den CD-Schacht reinkommt, passt einwandfrei. Und ja, dann gebe ich das meiner Schwägerin, wird sie das austesten. Und wenn man dann zum Beispiel merkt, okay, man hat Probleme mit, um es in den CD-Schacht zum Beispiel reinzutun, oder da könnte man noch was ändern, kann man immer an dem einen Teil was ändern, ohne das andere neu zu machen. Also das ist schon eine ganz gute Sache.